liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Heute auf dem Gabentisch haben wir eigentlich gar nicht so was Neues, denn wir haben es heute mit einem Bierchen zu tun, das wir tatsächlich schon mal getrunken haben. Und zwar exakt, müsste es knapp so vor, exakt will ich jetzt nicht sagen, aber ungefähr so vor 2 Jahren, 2018. Auf jeden Fall war das noch so die Ära Jock Hedmes, der liebe Mario. Der hat mir nämlich dieses Bier empfohlen gehabt. Er hat es auch auf seinem Kanal vorgestellt gehabt. Die Rede ist natürlich vom Grevensteiner Landbier Original. Das war so eines der ersten Biere, die ich empfohlen bekommen habe, hier vorzustellen. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es 2018, also in der ersten Ära Biersüffler, naja, eigentlich noch früher war es ja Instagram, ne, die Geschichte auf dem anderen Kanal. Aber lange Rede, kurzer Sinn, hier zu der Geschichte hatten wir uns ja schon mal vom Biersüffler geäußert. So, quasi haben wir es hier eigentlich mit einem Retasting zu tun. Bietet sich auch tatsächlich an. Warum? Ganz einfach, weil, wie gesagt, wir jetzt gerade 3 Flaschen da haben. Und warum sollte ich die jetzt auslassen? Weil wir haben die anderen Grevensteiner noch nie getrunken gehabt. Das war einmal gestern das, was wir hatten. Das war diese Geschichte gewesen mit diesen westfälischen Hellen tatsächlich. Das hatte früher so sich genannt gehabt, westfälisch hell. Und jetzt heißt es ja naturtrübes Hell. Es war das mit diesem hellblauen Etikett gewesen. Naja, wurde sich gewünscht, na, was haben wir noch als Zuschauerwunsch? Das Radler. Naja, und das haben wir auch gerade da. Deswegen habe ich gesagt, alle guten Dinge sind 3. Nehmen wir das jetzt einfach auch nochmal mit dazu. Wäre ja Quatsch, wenn wir das jetzt irgendwie auslassen würden. Gut, ja, ich hatte es recht gut in Erinnerung gehabt. War, glaube ich, recht würzig. Ja, aber das war, wie gesagt, ich lehne mich da immer nicht zu weit aus dem Fenster mit den ersten Bieren, die wir hier probiert haben, weil da hatten wir nicht das richtige Glas, auch der Geschmackssinn, der hat sich da nicht richtig entwickelt gehabt, so wie heute. So, dass wir da heute wahrscheinlich ein bisschen was anderes rausschmecken könnten, tatsächlich, als damals vor 2 Jahren etwa. Ja, Grevensteiner ist klar, hatten wir schon mal thematisch behandelt gehabt. Naturtrübes Landbier steht auch drauf. Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe ist drin und 5,2% Umdrehungen. Wo habe ich es her? Meine Freundin hat es mir mitgebracht. Ja, die war einkaufen gewesen, hatten sie wohl beim Penny gehabt. War wohl gerade eine Aktion gewesen. Denkt sie ja immer an mich. Ja, Design ist so ein bisschen Vintage-mäßig. Ich finde, das ist so ein bisschen hier so abgeguckt, so aus der Störtebecker Brauerei, ne? So mit diesen Frames hier unten. Ich finde es ja eigentlich ganz gut, weil man halt auch so, ja, alle nötigen Informationen so schon gleich so, ja, im Auge hat. Süffig mild im Charakter steht da noch. Na gut, Freunde, würde ich sagen, wir haben Bier duscht. Machen wir mal auf, mal schauen, wie es uns heute schmeckt. Übrigens, es ist auch tatsächlich 2 Jahre her, wo ich es das letzte Mal getrunken habe. Also das merkt auch immer, wie die Zeit vergeht, Freunde. Deswegen, also so ganz genau kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. So, Kapsel ist einfach nur so blanko. Wo ist denn mein Mülleimer? Der Mülleimer ist weg. Was ist das denn hier? Ist ja unglaublich. Normalerweise steht dort nämlich immer mein kleiner Zimmermülleimer, wo ich immer so die Sachen reinmache. Der ist irgendwie weg, den muss irgendeiner weggetragen haben. Keine Ahnung, ist ja verrückt hier. So, geht ja schon wieder gut los hier, Freunde. Also, Entspannungsverdampfung kommt raus. Wunderbar, lassen wir mal laufen. Oh ja, da hat eine Trübung. Schön. So. Wollen wir mal schauen, was wir da haben. Ja, ist erstmal ein Bier, gibt sich als solches zu erkennen. Eins, naja, 1 bis 1,5 fingerbreite Blume haben wir hier. Fein bis mittelporig. Ein paar Luftbläschen sind drauf, keine Kraterbildung. Sieht recht kompakt aus und das Ganze ist cremeweiß. Und wenn ich das so schwenken tue, da sehen wir auch, das bleibt doch eigentlich recht gut an der Glaswand haften. Also ich würde sagen, 90 Sekunden Standard hält das Blümchen da durch. So schaut das Ganze aus. Und wenn wir da mal so reinschauen, da haben wir wirklich erstmal ein richtig schön trübes Bier. Das finde ich schön. Und von der Farbe her bewegen wir uns hier ganz klar im Bernsteinbereich, im Farbspektrum. Finde ich sehr schön. Es sieht sehr, sehr saftig aus. Es sieht sehr, sehr tief aus. Und hat eine richtig schön kräftige Farbe. Ja, das sieht richtig schön aus. Auch mit der Blume, wie gesagt, hat ein richtig schöner Blumenteppich gebildet. Und ja, von der Karbonisierung her, hier unten erkennt man so ein bisschen, ja, perlt gleichmäßig ab. Da gibt es jetzt auch erstmal nichts zu kritisieren, das ist erstmal ganz solide. Ich bin erstaunt mit dem Blümchen hier, Freunde. Also, was soll ich sagen? So wie das da steht, finde ich das sehr, sehr schön. Ich finde das ansprechend, es macht mir Appetit.
aus diesem Grund möchte ich es gerne auch so bewerten. Optik, Ästhetik bekommt von mir 5 von 5/6 möglichen Punkten. Finde ich gut, finde ich ansprechend. So, dann wollen wir mal schnuppern, mal sehen, wonach es duften tut. Oh, da ist aber ordentlich Würze drin auch wieder. Ja, das ist so wie bei dem gestrigen, ne? Da war auch so ein bisschen gewesen. Ein bisschen kernig, so ein bisschen gewürzter das Ganze. Das ist schon ein bisschen kräftiger. Und auch das hier, das kommt tatsächlich so kräftiger rüber. Also man merkt eine Fruchtnuance, die ich vom Bouquet tatsächlich rausriechen kann. Wir haben sowas Kerniges, das wird garantiert vom Malzkörper herkommen. Auch eine leichte Lieblichkeit, ich würde schon fast sagen sogar Süße. Auch wieder ein bisschen komplexer in der Textur scheint mir das Ganze zu werden. Ja, ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Genau, Freunde, der Eindruck, ihr Lieben. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Okay. Ja. Das Erste, was mir hier so in den Kopf kommt, das ist Saftigkeit, ne? Das ist saftig, das ist süffig. Das sind so die ersten zwei Eigenschaften, die ich da ganz gerne ins Bier reinlegen würde. Wenn es auf die Zunge kommt, da merkt man das so. Ist ein Hybride, würde ich mich jetzt mal festlegen. Das heißt, es ist sowohl dynamisch, hat einen guten Zug drauf, ist aber auch genau auf der anderen Seite ein gemütliches Bier, das du gerne ein bisschen länger im Mundraum behalten kannst, so ein bisschen mit der Zunge rumspielen und da wird es schon so ein paar mehr Nuancen freigeben. Ja, schöner Nachhall, den hatten wir gestern auch, der ist hier auch drin. Und ansonsten, von den Aromen her würde ich jetzt sagen, spielt hier erstmal der Malzkörper eine relativ große Rolle, weil man merkt auch sofort beim Antrunk, okay, es geht so ein bisschen in diese getreidige Nussigkeit mit rein, die natürlich dann auch Lieblichkeit mitbringt. Ne? Frucht, ja, hat man auch ein bisschen was auf der Zunge, aber jetzt nicht wirklich intensiv, war eher sekundär gewesen beim Antrunk jetzt. Da habe ich beim Bouquet tatsächlich ein bisschen mehr rausgerochen an Fruchtigkeit. Ja, und von der Hopfung nach hinten raus, Floralität, habe ich wie immer, fast gar nichts rausgeschmeckt. Da müssen wir erst ein bisschen richtig reingehen in den Körper, sodass wir uns das Ganze dann mal ein bisschen genauer betrachten. Ich muss erstmal vorweg sagen, ich finde das immer wieder spannend, auch selbst wenn man die Biere schon mal hier vorgestellt hat, so irgendwie. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, dass das so Malzkörper betont war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, doch, schon, also geschmacklich hättest du es mir jetzt hinstellen können, ich hätte euch gesagt, ich glaube, das haben wir noch nicht vorgestellt, es schmeckt wie ein ganz anderes Bier, Freunde. Ja, das ist einfach so, wenn der Geschmack ein bisschen ausgeprägter ist, anderes Glas, das ist andere Motivation, da hängt so viel von ab irgendwie. Ja, und aber das ist trotzdem okay, das ist richtig für einen Antrunk so, das macht Spaß. Also da will man auf jeden Fall mehr probieren. Das machen wir jetzt auch, steigen wir mal ein, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein hier. Ja, ne? Schön auf der Veranda sitzen, Sonne geht unter, Landbier, schönes Getreidefeld davor, toll. Ja, genau sowas ist das hier. Ja. Ehrlich. Was mir hier wirklich einfällt, es ist ein ehrliches Bier. Das ist irgendwie sehr linear, da sind jetzt nicht so die super Aromaspitzen drin, da ist jetzt nicht so dieses Zick, ja, da wo ich so sage, so komm, jetzt geht's ab hier. Das ist wirklich richtig schön linear, aber ausgeprägt genug, um die Aromen einzeln rausschmecken zu können. Da haben wir, wie ich schon erwähnt habe, den Malzkörper, da ist diese klassische Getreidigkeit, die man auch erwartet. Die ist so ein bisschen ummantelt, die gibt so ein bisschen was preis, nämlich diese Lieblichkeit. So, dann haben wir diese Fruchtigkeit. Ja, jetzt im Körper nimmt man sie so ein bisschen wahr, aber ganz mild, ne? Nimmt man sie so ein bisschen wahr und hinten raus, ja, hast du sogar noch ein bisschen Hopfenherbe. Die wird wieder unterstützt. Von was? Naja, ganz klar, ist naturtrübes Bier von der Hefe. Und die schmeckt man dann auch noch mal ein bisschen raus. Ich sag mal so, wenn ich es jetzt mit dem gestrigen vergleiche, dann ist das hier wesentlich milder, ne? Weil gestern, das war wirklich schon für ein helles, das war schon ein bisschen merkwürdig gewesen, da dieses Westfälische dann, ne?
Das war schon ein bisschen komisch gewesen, so in der Textur. Das war sehr speziell. Das hier hingegen, und da habe ich es auch wieder richtig in Erinnerung, das ist so ein typischer Kandidat, wo ich sage, ja, Landbier passt. Das kannst du halt sowas verkaufen. Ne, das ist so ein Sundowner, irgendwie ein bisschen schwerer, so ein bisschen wuchtiger, ein bisschen besser gewürzt. So in diese Richtung geht das rein, ohne aber jetzt so eine großen Aromaspitzen zu haben. So richtig schön linear, ehrlich halt. Ne? So das, was man auch von so einem ja, Landbier dann auch erwarten würde, was sich so nennt. Weil Landbier ist ja erstmal kein Bierstil. Ne? So. Ja, süffig, zweifelsfrei. Das trinkt sich gut weg, denke ich. Ich finde, das ist okay. Das ist jetzt kein Highlight, aber das ist okay. Was ich jetzt noch raffinierter finden würde, und ich weiß gar nicht, ob ich das damals rausgeschmeckt hat, und zwar, wenn da jetzt noch so ein leichtes Honigflavor drin wäre. Das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Vielleicht auch ein bisschen Koriander so in diese Richtung rein, Nelken. Das wäre so, dass so ein bisschen mehr so für ein Landbier, ne? So ein bisschen mehr Schmack es noch hat. Ich finde, das ist schon fast zu linear, finde ich. Und was mich noch verwundert, ist die Alkoholkante. Meines Erachtens, ich weiß nicht mehr, ich habe mich, glaube ich, mit Mario drüber unterhalten gehabt damals. Da haben wir festgestellt, dass da so eine leichte Alkoholkante drin ist. Ich kann sie jetzt ehrlich gesagt nicht rausschmecken, aber gut. Wie gesagt, in 2 Jahren kann sich auch was ändern. Also das ist immer eine Momentbeschreibung. Eine Alkoholkante nehme ich jetzt ehrlich gesagt hier aus dem Tastingglas nicht wahr. Gut, Freunde, können wir, glaube ich, beenden. Spannender Test, allerdings zu einem, ja, sage ich jetzt mal, guten Durchschnittsbier. Aber das ist kein Highlight. Absolut in Ordnung, aber kein Highlight. Grevensteiner Naturtrübes Landbier Original. Was wollen wir geben, Freunde? Fassen wir zusammen. Das ist ein Bier, das kannst du beim Sonnenuntergang schön auf der Terrasse, auf Balkonien, wie gesagt, trinken. Da wirst du absolut nichts falsch machen. Du kannst es deinen Gästen anbieten. Das ist in der Textur sehr linear. Hat jetzt nicht zu große Aromaspitzen. Dennoch reichen die Aromen aus, um sie tatsächlich einzeln herausschmecken zu können. Malzkörper, Fruchtigkeit, Hopfenherbe, ist alles 3 vorhanden. Mag man und auch im Abgang hinten kratzt nichts, beißt nichts, juckt nichts und ja, man hat einen schönen Nachhall. Raffinesse, Originalität bleibt ein bisschen aus, wie ich finde. Klassisches Feierabendbier, so möchte ich es auch bewerten. Das ist solide, das ist leicht über dem Durchschnitt, ist okay. 3 bis 4, ich würde 4 geben. 4 von 5/6 möglichen Punkten, das ist es mir wert, aber eine gut gemeinte 4, ne? Also, das ist so weit okay. Da fand ich das gestern so ein bisschen spannender, obwohl ich da nur 3 Punkte gegeben habe. Aber das hatte halt richtige Aromaspitzen drin, ne? Naja, wollen wir mal schauen. Euren anderen Zuschauerwunsch, das Radler, werdet ihr morgen sehen. Den Wunsch kann ich euch auch erfüllen, weil meine Freundin mir auch das Radler mitgebracht hat. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.